Servus! Grüß euch! Willkommen wieder mal bei unserer Kochshow mit Martin und Oliver. Heute machen wir echte italienische Bolognese und selber dazu eine Bondnudel. Und für die Bondnudel hat man schon hergerichtet 30 Dekamöl, 3 Eier, ein Olivenöl und das werden wir dann gleich einschlagen. Für die Soße haben wir vorbereitet ein halbes Kilo faschiertes, eine Knoblauchzehe, die was leider zerdruckt werden und mitgekocht, eine Karotte, gerieben, wird sie noch, und eine fein gekochte Zwiebel. Ein Achtel Rotwein kommt eine und natürlich auch eine Tomatensauce. Und wenn ich sage, aber ein Achtel Rotwein, das ist schon das Sprichwort, da trinken wir schon am Lanz. So, Oliver, ich glaube, du hast ja nach deiner mühevollen Arbeit schon fast eine kleine Pause verdient. Ja, nur noch kurz. Ein Schluck Olivenöl heißt ein Teelöffel. Wir salzen die Nudelmasse nicht, weil, falls ein paar übrig bleiben und wir sie dann trocknen, salzene Nudeln nehmen immer das Wasser auf. Und Prost dabei. Da weil die Nudelmasse geknetet wird, die dann nach Stunden rostet, zeigen wir euch, wie wir die Fleischsoße machen. Es geht weiter. Wir starten mit der Bolognese-Sauce. Dazu nehmen wir gutes Olivenöl, das haben wir schon dort hergerichtet. Der Oliver bringt mir dann die Zwiebel. Die werden dann da einmal elegant angeröstet. Und der eine ist in heißen Topf. Zu den Zwiebeln kommen die zwei Sachen Knoblauch dazu. Die werden aber nur zerdruckt. Das zieht man dann da von oben. Und gleich die aufgeriebenen Karotten. Dann das Faschierte. Das wird jetzt schön mitgeröstet, dieses schön leicht zu braun werden. Tomatenmark haben wir euch vorenthalten, kommt auch schon jetzt eine. Warum jetzt? Im Tomatenmark sind oft Säuren und die verdampfen dann bei einer größeren Hitze. Es kommt bei uns ein 2 Teelöffel ein. Wenn das Fleisch jetzt so schön eingekocht ist mit den Zwiebeln und den Karotten und dem Tomatenmark, kommt der Wein nicht nur für uns zum Trinken, sondern wirklich ein Achtel auch in das Gericht. Der Wein muss jetzt noch ein bisschen auskochen oder ausdampfen, weil sonst ist er sehr weinlastig, das Gericht. Und in der Zwischenzeit, Oliver, dürfen wir uns auch eins gönnen, glaube ich. Machen wir voll. Achso, wir haben ja noch. So, Prost! Auf! Die gute Sauce. Prost! Der Wein ist eingekocht. Die hergerichtete Tomatensauce kommt eine. Wir haben da ein gutes halbes Kilo Tomaten frisch blanchiert, zusammengeschnitten und es ist noch ein bisschen was von einer letzten passierten Tomatendosen auch dabei. Salz und Pfeffer kommt da eine. Ungefähr so ein Löffel voll soll das sein. Gewürze haben wir hergerichtet. Italienische Gewürze, hauptsächlich ist da Oregano dabei.
Wir tun auch immer ein bisschen Kreuzkümmel rein, weil Kreuzkümmel schmeckt uns sehr gut. Das kann man aber nach Belieben selbst entscheiden. Alle Zutaten sind verbraucht. Jetzt lassen wir die Soße ungefähr eine gute Stunde so der Hühnköcheln, rühren hier und da um. Bei uns bleibt der Kochlöffel im Topf drin und dann Deckel tun wir auf, weil du spritzt uns der Blauser und die ganze Kugel ist auch zum Putzen. Und bevor wir den Nudeltag angehen, Oliver, trinken wir noch einmal eins. Prost, Prost. Die italienische Fleischsoße, Oliver, die haben wir jetzt schon schön dahin gehören. Ich habe es ja gesehen. Werden wir noch eins trinken? Mit dem Nudeltag anfangen, trinken wir, wie gesagt, noch eins. Alles Gute, Prost. Prost. Der Nudeltag war bei uns ein bisschen fest, das hat man nicht gesehen. Man tut dann ungefähr ein Krokenklink ganz lieb, Ei von der Eierschalen einmal dazu und eventuell noch eine zweite, dass er dann so ein schöner Tag wird, wie wir ihn jetzt da haben. Er hat jetzt eine halbe Stunde gut gerostet und kommt dann außer aus seiner Roststation. Wir werden euch zeigen, wie man mit der Nudelmaschine Nudeln macht, wer keine hat, wie man Bandnudeln auch mit der Hand macht. Immer bemehlen und dann geht die ganze Gaudi schon los. So, den Nudeltag mit der Nudelwolga ganz normal auseinanderfolgen. Wenn er dann so groß war, schneidet man ihn einmal wieder nach mitten durch. So, das wird dann schon eine ganz schöne Sache. Wir bemehlen alles nochmal recht kräftig. Warum? Weil das wir nachher beim Schneiden nicht so zusammenpicken. Die Nudel soll ungefähr so lang werden. Schneiden wir noch einmal in der Mitte durch. Schauen, dass es schön bemehlt ist auf beide Seiten. Legen Sie dann so wie ein bisschen Ziehharmonika so zusammen und schneidet dann 8 mm, das hat man dann so im Gespür, die Nudel runter. Dann schmeißt man sie gleich so auf, damit sie nicht so zusammenpicken und man hat die elegantesten Bandnudeln der Welt und vor allem, man kann sagen, ich habe sie mal selber gemacht. Wenn man sie trocknen will, nimmt man die Nudel so her, hängt sie über an Wäscheständer am besten, weil daheim wird man nicht viel haben. Oder es gibt so eigene Nudelhalter, wo man sie aufhängen kann, lässt sie dann trocknen, eineinhalb Tage und dann kann man sie in den Sackel tun und wieder verwerten. Jetzt habe ich gezeigt, wie man die Nudel mit der Hand macht. Jetzt zeigen wir euch noch kurz mit der Nudelmaschine. Es geht vielleicht ein bisschen schneller und einfacher. Aber wie gesagt, wer keine Maschine hat und sich eine selber macht, die Bandnudeln machen will, macht das so. Den Tag vorbereiten in so kleine Strafen an, auch schön einmüllen, damit er uns da nicht pickt. Man kann auch so seine eigenen Lasagneblätter machen, zum Beispiel, es ist eine feine Sache. Und dann wurzelt man den Tag ein bisschen vor, dass er ausschaut wie ein kleines Schnierle oder so wie man früher die Knete gewurzelt hat. Bei der Nudelmaschine brauchst du einen zweiten Mann, eine zweite Frau als Gehilfe, weil da geht nachher nichts mehr allein, weil du musst ja einer treiben und der andere die Maschine bedienen. Ah, die Nudel rein tun. Da hilft mir der Oliver wieder. Bitte. Die Maschine hat zum Verstellen die Dicke. Wir fangen einmal mit, glaube ich, 7 an und dann schauen wir, wie es uns am Tag geht.
angestoßen. Bevor wir aber jetzt an die Bondnudel schneiden, Oliver darf ich sagen, trinken wir noch einmal eins. Prost! Prost! Eine Nudelmaschine hat hinten einen Aufsatz für eben Suppen oder Bondnudel zum Schneiden. Und dann, werdet ihr gleich sehen, kommen hinten die optimalen Bondnudeln raus. So, schaut euch die eleganten an, wie man sie nachher noch. Man muss sie auch ein bisschen aus Not schmeißen, sehe ich gerade, wie die selber geschnittenen, sonst bieten sie auch ein bisschen zusammen. Sie sind wunderbar geworden, nicht viel schöner wie die selber gemachten Bondnudeln. Die Nudeln werden jetzt ungefähr in sehr gut gesalzenes Wasser geben, kochend bei 3 Minuten sind sie sofort fertig, also sie sind echt gleich fertig. Danach die fertige Fleischsoße drunter gehoben, einen guten Parmesan auf, einen grünen Salat oder vielleicht einen Endiviensalat mit Knoblauch und eine Kartoffel dazu und man hat ein perfektes, gutes italienisches Essen. Mahlzeit. Und dazwischen noch einmal Prost. Prost. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal bei Kochen mit Martin und Oliver.